Sie haben ja auch schon mal zuvor einen Film gemacht, vor 5 Jahren, der auch ein ähnliches Thema thematisiert hat, den Dokumentationsfilm Vadim, wo es auch um Abschiebungen ging. Was hat Sie dazu bewegt, jetzt sich nochmal an das Thema ranzuwagen? Ja, das stimmt. Wir haben 2011 einen Dokumentarfilm gemacht, der heißt Vadim. Das war die Geschichte eines Jungen, der hier in Hamburg aufgewachsen ist, der hier als Flüchtling hergekommen war und dann mit 18 Jahren alleine abgeschoben wurde, ohne seine Familie und sich danach das Leben genommen hat. Das war für uns eigentlich damals der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, das war es für uns jetzt zu dem Thema. Wir können uns eigentlich gar nicht irgendwas Schrecklicheres vorstellen. Und wir haben dann lange Zeit gedacht, wir machen dazu keinen Film mehr, aber im Bereich Abschiebung hat sich gerade in den letzten Jahren halt so viel zum Schlechten verändert. Das heißt, es ist noch härter geworden, dass wir den Eindruck hatten, man muss dringend einen Film zu diesem Thema machen, gerade weil es diese Bilder nicht gibt. Und dann hatten wir im letzten Jahr die Möglichkeit, bei einer Sammelabschiebung in Mecklenburg-Vorpommern zu drehen. Das kommt eigentlich nie vor, dass man dafür eine Drehgenehmigung bekommt. Und dann haben wir gedacht, okay, dann müssen wir diesen Film machen. Und das ist der Film Deportation Class, der jetzt morgen ins Kino kommt. Wie hat sich denn diese Gelegenheit ergeben? Sie haben gerade schon gesagt, das ist was ziemlich Einmaliges und Unwahrscheinliches, dass sowas passiert. Ja, generell ist es natürlich so, dass Politiker und Behörden kein Interesse daran haben, dass diese Bilder veröffentlicht werden. Also Bilder, wie wir die jetzt gedreht haben, wo nachts um 3 Uhr dann sogenannte Zuführkommandos in Wohnungen reingehen, wo Familien getrennt werden, wo Menschen abgeschoben werden, die zu Hause in ihrem Heimatland von Blutrache verfolgt sind, also die ganz konkret in ihrem Leben bedroht sind. Solche Bilder möchten Behörden und Politiker ungern im Fernsehen oder im Kino sehen, weil das natürlich die Diskussion dann auch nochmal in eine ganz andere Richtung treibt. Aber gerade deshalb sind wir der Meinung, ist es so wichtig, dass wir diese Bilder zeigen, weil wir müssen fernab der Diskussion, die wir jetzt immer haben, die ja eher in die Richtung geht, wir müssen mehr abschieben, schneller abschieben, härter abschieben. Und gerade im Wahlkampf wird das ja immer betont, müssen wir diese Bilder haben, um als Bürger halt auch diskutieren zu können, wie wir in diesem Land uns einen Umgang mit abgelehnten Asylbewerbern wünschen. Diese Bilder werden gezeigt in der Dokumentation Deportation Class. Wie kam es dazu, diesen Titel zu wählen? Ja, der Titel ist eigentlich entstanden im Anschluss an eine Kampagne des Netzwerkes Kein Mensch ist illegal. Das hat 1993 nach der Änderung des Asylparagraphen 16 diesen Titel entworfen, um damit zu protestieren gegen die zunehmenden Abschiebungen, die danach erfolgt sind, um auch zu protestieren gegen das Engagement von Fluglinien, die das unterstützt haben auf ganz regulären Linienflügen. Wir haben diesen Titel übernommen, weil wir das Gefühl haben, dass Deportation Class eigentlich also ziemlich genau die Menschen bezeichnet, die wir alle gar nicht wahrnehmen, die wir alle gar nicht sehen, weil die morgens, frühmorgens zu diesen Flugzeugen gebracht werden. Und deshalb fanden wir den Titel passend. Und vielleicht noch eben zu Ihrer Frage davor, das habe ich, glaube ich, nicht ganz beantwortet. Also die Genehmigung, dass wir das diesmal drehen durften, ist ja darüber entstanden, dass in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir angefragt hatten, gerade halt Landtagswahlen anstanden und dass der Innenminister halt im Rahmen des Wahlkampfes zu diesen Landtagswahlen besondere Härte demonstrieren wollte und dass man uns deshalb da hat drehen lassen. Also das alles hat dazu geführt und wir finden halt, dass dieser Titel Deportation Class halt ziemlich genau die Menschen bezeichnet, die wir alle sonst nicht sehen, wenn sie abgeschoben werden. Und zu Anfang dieses Films, da begleitet ihr ja auch die Polizisten und PolizistInnen bei ihrer Arbeit, wie sie die Leute abschieben. Was für eine Haltung habt ihr da bei den Beamten belebt? Ich habe in den Film auch reingeguckt und da war ein Zitat, was mich doch ein bisschen getroffen hat. Da hat ein Polizist gemeint, dass es ihm ja schon leid tut, wenn Kinder abgeschoben werden, aber wenn das jemand ist, der öfter straffällig geworden ist, dann freut man sich vielleicht auch ein bisschen, dass man den jetzt abgeschoben hat. Wie gehen die Beamten dort mit dieser Situation um? Ja, also erstmal muss man sagen, bei den Dreharbeiten selbst war das eigentlich ein relativ nüchterner Umgang. Anfangs wurde sich dann seitens der Behörden auch bemüht, besonders oder zumindest nicht freundlich, aber zumindest einen einigermaßen höflichen Ton beizubehalten. Andererseits werden dann die Menschen, die abgeschoben werden, ständig geduzt. Also es gibt eigentlich schon einen sehr unpersönlichen Umgang mit den Asylbewerbern. Ich habe den Eindruck, dass viele der beteiligten Beamten erstmal auch sich hinter so einer Schutzbehauptung verstecken. Das ist geltendes Recht, das muss umgesetzt werden. Das sagen sie ja im Film auch immer wieder. Von daher
kann ich das verstehen, also aus der Sicht des Einzelnen, dass man da nicht politische Verantwortung übernehmen soll. Es ist für mich selber aber natürlich gar nicht nachvollziehbar, wie man solcher Einsätze als Mensch durchsteht, also wie man das überhaupt schafft. Aber letztlich, das finde ich schon, liegt die Verantwortung natürlich nicht bei den Polizeibeamten, die diese Einsätze durchführen, sondern bei den Politikern, die diese Gesetze beschlossen haben, oder bei den Politikern wie dem Innenminister Lorenz Cafier, der vor Ort während der Dreharbeiten dabei ist, um sich da extra nochmal ins Licht des harten Abschiebers zu rücken. Das ist unsere Interpretation. Und bei denen liegt die Verantwortung. Und die müssen wir kritisieren. Und letztlich, glaube ich, auch als Wähler und als Bürger dieses Landes die Forderung aufstellen, wir möchten nicht, dass sowas hier in diesem Land passiert. Und von den Auswirkungen des Ganzen sind ja konkret dann betroffen die Geflüchteten, die wieder abgeschoben werden, oder einfach die Migranten und Migrantinnen. Ihr habt die Familien, die abgeschoben wurden, bis in ihre Herkunftsländer zurück begleitet und zeigt auch, was sie dort erwartet. Was waren denn das für Situationen, in denen da die Familien zurückgeschickt wurden? Ja, das war uns bei der Vorbereitung des Films extrem wichtig. Das ist ja, solche Dreharbeiten sind ja für die Menschen, die da abgeschoben wurden, eigentlich auch eine zusätzliche Belastung, weil man natürlich dann noch mit der Kamera da zusätzlich vor Ort ist. Wir haben deshalb eine Dolmetscherin mitgenommen und haben denen dieses Projekt vorgestellt, und wir haben dann auch von vornherein gesagt bei diesen Gesprächen, wir möchten gerne euch begleiten bis in das Land, wo ihr herkommt. Das war in dem Fall Albanien, um zu sehen, wo ihr landet, um zu zeigen, wohin Abschiebungen halt auch führen. Und der eine Fall war halt eine Familie, die gemeinhin hierzulande gerne bezeichnet wird als Wirtschaftsflüchtlinge. Also eine Familie, wo die Eltern sich einfach überlegt haben, okay, wir haben keine Zukunft für unsere Kinder in diesem Land Albanien. Wir müssen irgendwo anders hingehen. Wir können das nicht so hinnehmen, dass die hier den Bach runtergehen, was ich persönlich sehr gut nachvollziehen kann. Der andere Fall war eine Familie, die aus Albanien flüchten musste, weil ein Fall der Blutrache vorlag. Das ist in Albanien, in Teilen von Albanien, nach wie vor weit verbreitet. Der Vater dieser Familie hatte in einem Handgemenge einen Wachmann getötet, war dazu verurteilt worden zu 25 Jahren Haft in Albanien. Aber die Familie des Getöteten hat halt Blutrache geschworen, und deshalb musste die Mutter mit den beiden Söhnen und der Tochter das Land verlassen, weil gerade die Söhne halt tatsächlich an Leib und Leben bedroht waren. Und in diese Gefahr sind sie dann halt von dem deutschen Staat durch die Abschiebung halt auch zurückgeschickt worden. Das heißt, die leben nach wie vor in Albanien, und die sind nach wie vor Tag für Tag davon bedroht, dass sie da jemand erkennt von der anderen Familie und sie vielleicht auch dann versucht zu töten. Das sieht man auch alles in der Dokumentation Deportation Class. Ich spreche darüber gerade mit einem der Filmemacher, Hauke Wendler. Das Thema Abschiebungen ist ja in den Nachrichten auch relativ präsent. Für Verschärfung von Asylgesetzen und Abschiebezahlen gibt es eine Öffentlichkeit. Doch über die einzelnen Schicksale und was da genau vor sich geht, hört und liest man selten etwas. Was würde das denn Ihrer Meinung nach verändern, wenn man, wie gerade mit diesem Film, Einzelschicksale zeigt und wenn die präsenter würden? Unserer Meinung nach ist es halt extrem wichtig, dass wir zu diesem Thema Abschiebung als Gesellschaft erstmal wieder ins Gespräch kommen. Also wenn man mit Menschen auf der Straße spricht, dann hat man vielfach den Eindruck, dass sie des Themas Migration, Flucht und Migration überdrüssig sind, dass alles, was damit zu tun hat, beiseite geschoben wird. Und gerade Abschiebung ist halt ein Thema, das von Politikern jetzt auch im aktuellen Wahlkampf zu den Bundestagswahlen im Herbst halt eingesetzt wird, um Stimmung zu machen, um Wähler zu gewinnen. Und das ist etwas, was ich finde, was wir als Gesellschaft überhaupt nicht hinnehmen können. Wir haben hier erstmal mit Menschen zu tun, die wirklich in einer ausweglosen, manchmal sogar existenziell bedrohlichen Situation sind durch die Abschiebung. Und solche Schicksale und Lebenswege dürfen nicht benutzt werden, um damit Stimmung zu machen und Wähler zu gewinnen. Und ich hoffe sehr, dass, wenn wir den Film jetzt haben, der morgen ins Kino kommt, und natürlich auch die Presseberichterstattung drumherum, dass zumindest einige da draußen auch wieder mal ins Nachdenken kommen und einfach vielleicht auch überlegen, ob es zum Beispiel, wie unsere Kanzlerin gesagt hat, tatsächlich einer nationalen Kraftanstrengung bedarf, um noch härter, noch effizienter abzuschieben, oder ob wir nicht andere Wege wählen könnten, um mit abgelehnten Asylbewerbern umzugehen. Die gibt es ja, das zeigen ja zum Beispiel Beispiele wie in Rheinland-Pfalz, dass man diese Sachen auch anders lösen kann. Abschließend würde ich noch fragen, was für eine konkrete Forderung ihr mit dem Film vielleicht stellt und was ihr bewirken wollt bei den Leuten, die den gucken. Ja, ich sagte ja eben schon, dass es natürlich Beispiele gibt. Nehmen wir mal das Bundesland Rheinland-Pfalz, wo mit Menschen, die hier Asyl beantragt haben und deren Antrag abgelehnt wurde, ganz anders umgegangen wird. Also sicherlich, wenn jemand hierher gekommen ist, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es immer extrem bitter, wenn der Antrag abgelehnt wird und der das Land verlassen muss.
Das ist gar keine Frage. Aber es gibt zum Beispiel in Rheinland-Pfalz ein Landesprogramm, über das zum Beispiel sehr frühzeitig über verschiedene NGOs dann auch ins Gespräch gegangen wird mit den betreffenden Asylbewerbern und gesagt wird, hier guck mal, du kommst zum Beispiel aus dem Kosovo, dein Antrag hat wenig Aussicht darauf, dass er hier angenommen wird. Wie könnten wir dir das ermöglichen, dass du nicht in das totale Loch, die totale Leere fällst, auch die existenzielle Bedrohung fällst, keine Arbeit, das ganze Geld für die Flucht ausgegeben. Was könnten wir tun? Und dann wird in diesen Gesprächen zum Beispiel gesucht, wir hatten einen Fall, da war ein Schlosser, der dann zum Beispiel sagte, okay, mit dem und dem Schweißgerät könnte ich versuchen, mir da im Kosovo wieder eine Existenz aufzubauen. Das sind ganz kleine Ansätze. Es führt aber dazu, dass zum Beispiel in Rheinland-Pfalz nur 10% der abgelehnten Asylbewerber tatsächlich abgeschoben werden, während 90% auf diese Art der geförderten Rückreise, so nennt man das dann, ausgewiesen werden. Dieses Modell gibt es zum Beispiel seit 10 Jahren und das ist für uns als Filmemacher völlig inakzeptabel, dass andere Bundesländer so ein positives Vorbild, das zudem sogar auch noch wirtschaftlicher ist, selbst wenn man das mal anführen möchte, so ein Vorbild nicht aufnehmen. Und unserer Meinung liegt es halt daran, dass mit diesem Thema Abschiebung sehr leicht Stimmung erzeugt werden können, sehr leicht Wahlkampf gemacht werden können. Das wird leider nicht nur von populistischer Seite betrieben, sondern auch von etablierten Parteien mittlerweile. Und davon müssen wir uns lösen, von diesem Hinterhergerenne hinter so einer angstdominierten Diskussion. Und wir müssen wieder den Blick schärfen auf einzelne Fälle und uns vor allen Dingen auch mal mit solchen Kategorien wie sicheren Herkunftsstaaten beschäftigen. Ob das überhaupt legitim ist, dass man sagt, ja, die kommen aus Albanien, da wird es per se ganz, ganz schwierig für die und das läuft nicht. Und diese Fragen, diese Diskussion, die müssen wir wieder führen und ich hoffe sehr, dass unser Film dazu ein bisschen beiträgt.